Mobilfunk nutzt zum Übertragen von Daten und Sprache elektromagnetische Felder. Um diese sicher zu nutzen, gibt es gesetzlich festgelegte Grenzwerte. So wie es zum Beispiel auch Grenzwerte für Stoffe im Trinkwasser, für die Lärmbelastung oder für den Ozon- oder Feinstaubgehalt der Luft gibt. Die Grenzwerte dienen dem Schutz der Gesundheit. Basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen definieren sie in der Mobilfunktechnologie die Grenze der erlaubten Belastung durch elektromagnetische Felder, die nicht überschritten werden darf. Die einzige wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf Lebewesen ist ihre Wärmewirkung. Die Grenzwerte wurden auf Grundlage der sogenannten biologischen Wirkungsschwelle ermittelt. Die Wirkungsschwelle liegt für den ganzen Körper bei 4 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. 4 Watt pro Kilogramm entsprechen einem Körpertemperaturanstieg von etwa 1 Grad Celsius. Diese Temperaturschwankung ist vergleichbar mit den Schwankungen im Alltag eines Menschen. Unterhalb dieser Schwelle haben elektromagnetische Felder keine negative Auswirkung auf den Menschen. Die Experten der Internationalen Strahlenschutzkommission, ICNIRP, haben daraus Basisgrenzwerte abgeleitet, die um das 50-fache unterhalb der Wirkungsschwelle liegen. Basisgrenzwerte werden als spezifische Absorptionsraten, SAR, in Watt pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Der SAR-Wert ist ein Maß für die im Körper aufgenommenen elektromagnetischen Felder. Um gesundheitliche Wirkungen hochfrequenter Felder auszuschließen, darf der SAR-Wert eines Handys nicht mehr als 2 Watt pro Kilogramm betragen. Dieser Höchstwert wurde von der Internationalen Strahlenschutzkommission ICNIRP, der Weltgesundheitsorganisation WHO, dem Bundesamt für Strahlenschutz BFS und der Deutschen Strahlenschutzkommission SSK basierend auf dem aktuellsten Stand der Forschung festgelegt. Basisgrenzwerte bzw. SAR-Werte zu messen ist sehr aufwendig. Deshalb hat die Forschung abgeleitete Grenzwerte, sogenannte Referenzwerte, definiert. Diese abgeleiteten Werte gelten für das elektromagnetische Feld außerhalb des menschlichen Körpers im freien Raum. Sie gewährleisten, dass die SAR-Basisgrenzwerte innerhalb des Körpers unter keinen Umständen überschritten werden. Weltweit sind sich Forscher und Experten auch darüber einig, dass trotz umfangreicher Forschung keine wissenschaftlichen Nachweise auf gesundheitsschädigende, nicht-thermische Effekte unterhalb der Grenzwerte gefunden wurden. Gemeint sind damit mögliche biologische Wirkungen schwacher elektromagnetischer Felder, die so gering sind, dass sie keine Temperaturerhöhung im Körper bewirken. Durch die Einhaltung der Grenzwerte ist der Gesundheitsschutz jederzeit gewährleistet.